So, wir wollen einen kleinen Blick werfen auf den Onvis CS1. Das ist ein Türkontakt mit integrierter Alarmsirene, Bluetooth-Modul und HomeKit-Kompatibilität. Das ist die Schachtel. Da drin ist nicht viel, und zwar zwei so Klebepads, zwei Schrauben mit Dübeln und die beiden eigentlichen Türkontaktmodule. Da sind hinten schon zwei Klebepads drauf, die haben wir noch nicht gebraucht. Drin in das Hauptmodul kommen noch zwei AAA-Batterien. Sobald die übrigens rausgenommen sind, verstummt hier auch der Alarm. Sollte man wissen. Und man sieht es an der Seite, haben die beiden so eine kleine Einbuchtung. Die sollte ungefähr auf Augenhöhe angebracht werden. Also beziehungsweise die beiden Löcher sollten sich gegenseitig sehen können. Nicht weiter als 2 cm voneinander entfernt sein. Und reagieren dann auf eine Trennung. Also das Modul hier ist meinetwegen an der Tür angebracht. Die Tür geht auf, zack. Und der Sensor schlägt an. Wie die ganze Sache aussieht, können wir hier direkt mal demonstrieren. Wir haben es eingebunden in die Home-App. Da taucht dann der Onvis-Kontaktsensor auf und hat vier Zustände, die er anbietet: zu Hause, abwesend, Nacht und aus. Dazu noch ein paar Sensoren, die gibt es quasi als Kirsche obendrauf. Wir haben einen Temperatursensor und einen Feuchtigkeitssensor. Und die Zustände der Tür, und die können wir uns mal angucken, die lassen sich sowohl über diesen Drucktaster schalten auf dem eigentlichen Alarmmodul als auch hier in der App drinne. Ich mache das einfach mal, ich sage, wir sind abwesend jetzt, sollten wir einen Quittungston hören. Da ist er. Und jetzt ist die Sirene scharf geschaltet. Die kann man über die App des Herstellers, da können wir mal einen Blick reinwerfen, in der Lautstärke anpassen. Gibt drei unterschiedliche Lautstärken. Ich habe es hier mal für die Videodemonstration auf leiseste Lautstärke gestellt und kann hier auch noch festlegen, wie viele Sekunden lang soll der Alarm auslösen, wenn der Kontakt getrennt wurde. 30 Sekunden ist standardmäßig eingestellt, kann man auf bis zu 600 setzen. So. Achso, wir brauchen hier gar nicht zurückgehen, sondern wir springen mal zurück in die Home-Anwendung und demonstrieren die ganze Sache mal. Die Tür geht auf, der Alarm ist scharf geschaltet. So, der hat jetzt 10 Sekunden lang gepiepst. Das macht er nämlich auch, wenn dann die Tür wieder geschlossen wird, damit auf jeden Fall ankommt, hey, der Alarm wurde gerade ausgelöst. Ist unabhängig davon, was man hier auch einstellt. Der piepst dann erstmal seine voreingestellte Zeit, beziehungsweise mindestens 10 Sekunden. Und das war das Alarmsignal in der geringsten Lautstärke. Die einzelnen Zustände hier lassen sich auch über den Drucktaster aktivieren. Da kann ich dann sagen, hier. Einmal für die Anwesenheit aktiviert. Der springt hier nicht sofort mit, die HomeKit-Anzeige. Ich öffne die nochmal. Dann sieht man hier, dass er die umgeschaltet hat. Und wir können mit dem Drucktaster dann zwischen den einzelnen Zuständen hin und her schalten, kriegen dann eigentlich auch immer eine kurze Push-Mitteilung noch zugestellt. Zack. Man hört es hier hinten, die geht auf dem Rechner ein, welchem Zustand wir gerade sind. Nacht, aus und so weiter. Und jetzt kam auch hier wieder eine Push-Mitteilung rein. Das ist eine Sache, die wollten wir ohnehin noch ansprechen. Die Zustellung der Push-Mitteilung ist sehr unzuverlässig, habe ich das Gefühl. Die kommen manchmal rein, manchmal kommen sie nicht rein. Und manchmal ist es so wie jetzt. Der Zustand ist hier einfach nur deaktiviert. Zack, wir gucken nochmal rein. Alarm ist aus, da soll erstmal nichts passieren. Und ab und zu kriegen wir dann über den Tag verteilt einfach eine Push-Meldung. Da steht drin, ja, hier, ich bin's, der Onvis-Kontaktsensor. Ich möchte mich kurz melden und sagen, dass mein Zustand deaktiviert ist. Und das passiert 4, 5 Mal am Tag. Und das ist einfach nervig. Also es konditioniert so ein bisschen dazu, dass man irgendwann nicht mehr auf sein Telefon draufschaut. Mag an der Bluetooth-Verbindung liegen, die dann vielleicht ab und zu mal abreißt zu dem Apple TV. Kommt aber auf jeden Fall vor und wollten wir hier mal angesprochen haben, wenigstens. Ja, und ansonsten die Zustände, was dazu noch gesagt werden muss, die sind unterschiedlich, um die auch in unterschiedliche Automationen einzubinden. Dass man einfach sagen kann, wenn ich hier den Alarm auf Abwesen scharf geschaltet habe, dann soll einfach nur der Alarm angehen. Aber wenn ich den auf Nacht angeschaltet habe und der Alarm wird ausgelöst, dann soll der bitte auslösen und zusätzlich auch noch die Lichter im Flur anmachen, zum Beispiel. Wie gesagt, knapp 40 €. Wer ein kleines Ladengeschäft hat und da eine Hintertür drinne, der macht sich den vielleicht da hinten ran und ist ganz gut damit bedient. Aber für ein Mehrfamilienhaus ist das für ein Mehrfamilienhaus, sage ich, für ein Eigenheim ist das keine Alternative zu einer ordentlichen Alarmanlage. Das ist eher so eine kleine, da wird die Vorratskammer zu Weihnachten gesichert oder so, damit die Kinder nicht die Schokolade klauen. Aber dafür ist es vielleicht ganz brauchbar, wie gesagt, mit zusätzlichen Sensoren drinne und auch relativ laut, aber ja, nur so lange laut, bis die Batterien rausgenommen wurden. Das mal als groben Ersteindruck. Wir sagen vielen Dank fürs Zuschauen und wünschen noch einen schönen Tag. Ciao.